Ja. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Gott sei mit dir.
Bleib auf Abstand. Was denken die Leute, wenn sie mich mit einem Bettler wie dir sehen? Hauptmann Robert schickt mich. Und was könnte der Hauptmann mich wissen lassen wollen? Ich bin kein Bote. Ich habe nichts zu berichten. Der Hauptmann meint, ich könnte helfen. Ah, du bist das. Der Held von Tallenberg. So sei es. Wenn du Erfolg hast, wirst du belohnt. Wenn nicht, werde ich keine Träne vergießen. Wir wissen von einem ihrer Lager. Es befindet sich auf einem Hügel bei Skalitz, nahe den Minen. Ich sehe mir das an. Mach's gut. Ja. 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 Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Mach's gut.
Wegen des Schwertes. Mach's gut. Läuft den Fisch, bricht ihm den Hals, wirft ihn aufs Deck, mit ihm rein. Brat den Fisch, der Kopf das Beste, Fischschenkel, Fischtitten und all die Reste. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Möge Gott über dich wachen. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Ja, das sollte passen. Manche sagen, du wärst ein Hexenmeister. Was? Scheiße auch, warum behaupten die das? Sie sagen, beim Härten des Stahls sprichst du Zauberformeln, weshalb nie etwas bricht. Zauber? Der ist gut. Es ist kein Zauber, bloß ein Vers für die rechte Dauer, dass mir der Stahl nicht schmilzt. Es heißt, du wärst der beste Schmied in der Gegend. Metall, das du härtest, bricht nie. Pah, Altweibergeschichten. Natürlich sind wir schon Stücke zerbrochen, aber immer nur in der Schmiede. Du musstest noch nie etwas noch einmal überarbeiten? Könnt mich nicht entsinnen, aber kann mir ja kaum alles merken. Ich verstehe. Ich erinnere mich. Vater brachte das Eisen stets auf Rotglut, kurz bevor es sich hellgelb verfärbte. Die Esse rauschte sachte, glühte. Und dann zischte das Wasser. Uns stand auch der Schweiß auf der Stirn. Gut gesagt. Ich mach's etwas anders. Ich heiz den Metall ein, bis es 2-3 Nuancen vorher gelb glüht. Dann lasse ich den Blasebalg in Ruhe und ein Vater Unser und ein Ave Maria später geht's ab ins Wasser. Es ist ein seltsames Gefühl, zu wissen, dass ich ihn nie mehr zur Hand gehen werde. Unsere Esse bleibt für immer kalt. Außer ich ergreife das Handwerk. Es wäre eine Schande, wenn nicht, mein Junge. Mit dem Eisen zu arbeiten, ist der Mühe wert. Gottgefällig. Es erleichtert den Leuten das Leben und, seien wir ehrlich, es ist einträglich. Und das ist alles? Mehr machst du damit nicht? Kommt drauf an. Ich erhitze es danach nochmal, aber nicht bis zur Glut. Ich halte es nur ein Weilchen am Rand der Esse, so etwa. Und dann schrecke ich es nochmal ab. Du schreckst zweimal ab?
Ja, obwohl man beim zweiten Mal nicht so lange abschrecken muss. Das Metall wird ja nicht so heiß. Und was genau passiert dabei? Keine Ahnung. War blanker Zufall. Musste dringend pissen und hab den Rohling neben der Esse vergessen. So habe ich rausgekriegt, dass er härter wird, wenn du doppelt abschreckst. Weiß nicht weshalb, aber hab's oft genug ausprobiert, um zu wissen, dass es klappt. Ich würde dich gerne etwas zum Vorgang der Härtung fragen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Du brauchst das richtige Augenmaß und eine Esse. Reden wir nicht mehr übers Härten. Gott behüt dich. Mach's gut. Also, von Anfang an. Hey. Die Sonne senkt sich vom Himmel, sacht, wird eins mit der Glut mit aller Macht. Das ist schon wieder eine Speiche gebrochen. Schon wieder?
Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank ist's ruhig hier. Gott behüt dich. Gütiger Gott, was ist mit deinem Kleid? Alles Gute. Allmächtiger, deine Kleider! Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen! Könnte ich hier irgendwo schlafen? Ich kann wohl etwas finden. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut, Bezahlung im Voraus. Hier dein Geld. Du hast es ganz für dich. Keiner wird dich stören.